Roderick entlegt sich für die Boys ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Die Feier ist diesmal drin. Hallo. Vorsicht, wir wollten mal oben nachschauen, doch die Wache ist ein Spielverderber. Ich hätte ihm Manieren beibringen sollen. Diese Feier ist ein Witz. Er macht sicher nur seinen Job. Auf ein Fest geht ihr. Sie? Ein Gentleman? Sie sollten wissen, dass ich in jeder Situation so... Was für eine skandalöse Maske. Aber ich mag Männer mit schlechtem Geschmack. Würden Sie mir einen Drink holen? Das wäre sehr freundlich. Was die meisten Leute vergessen, die Ratten erschienen ein halbes Jahr vor dem Tod der Kaiserin. Sollen wir uns heute Abend auf den Sie sicher? Antreten? Ich erinnere ja, mich an. Natürlich. Wenn es etwas verursacht hat, dann nicht der Tod der Kaiserin. Entschuldigen Sie mich. Unterhalten Sie mich. Viel Spaß. Meine Vielen Dank. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Spielen Sie Lady Boyles Ratespiel? Ich weiß genau, dass Waverly heute weiß trägt. Vielleicht gibt sie vor, eine Jungfrau zu sein. Außerdem trägt Lydia schwarz. Sie sollten das als eine Gelegenheit... Moment, ich brauche eine Zigarre. Willkommen im Haus Boyle. Haben Sie von Mrs. Brinsley gehört?
Willkommen im Haus Boyle. Ich sage nichts gegen den Lordagenten. Nur noch ein der Einzige, der die Stadt zusammen ich über ihre wird es zu neuer Blut entschuldigen. Guten Abend, Sir. Ich weiß, warum ihr heute hier seid. Wir müssen reden. Privat. Oh, gruselige Maske. Ich bin ein Freund von Pendleton und habe für eure Sache schon einiges getan. Ich kenne ihr heutiges Ziel. Es ist, wie soll ich sagen, die Frau, die ich liebe. Sollten Sie sie unversehrt zu mir bringen, werden Sie nie wieder von ihr hören. Das schwöre ich. Unter der Küche befindet sich ein Keller. Dort warte ich auf Sie. Ich bin nicht stolz darauf, aber es ist besser, als Sie tot zu sehen. Ihr Name ist Waverly. Ich werde ihr nichts antun. Ehrenwort. Ich habe meine Prinzipien. Bringt sie einfach zum Keller und ich werde auf sie aufpassen. Für immer. Wo sind nur meine Freunde? Oh, da sind sie ja. Ist alles in Ordnung? Lord Brisby ist eingetroffen. Willkommen zur Feier. Wunderbar. Ja, was gibt es? Oh, wirklich? Erzählen Sie. Nicht schlecht. Aber Sie müssen uns alle drei erkennen, um das Juwel zu gewinnen. Was soll das heißen, mein Leben retten? Was? Warum? Wer schickt sie? Sicher. Ich will nicht sterben. Aber ich werde nicht lange warten. Und wenn sie lügen, kostet sie das ihren Kopf. Ricardo ist beschäftigt, die Litanei der weißen Klippe in einer Nacht auswendig gelernt zu haben. Kein Zutritt für Gäste. Ihr habt sie gefunden? Schnell, an Bord mit ihr! Endlich! Oh, meine Geliebte, eines Tages wirst du verstehen. Sie wissen gar nicht, wie froh sie mich gemacht haben. Eines Tages wird sie lernen, mich zu lieben. Dafür hat sie ja ihr ganzes Leben lang Zeit.
Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend, Sir. Aber wir sollten jetzt zurück. Schnell.